Ja, nach dem Halbfinale steht jetzt Ingo Kindervater bei mir. Du hast heute das Herrendoppel gewonnen. Am nächsten nachher hattet ihr leider keine Chance mehr, doch noch den entscheidenden Punkt für Wolle zu holen. Wie traurig ist man da jetzt danach? Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn ich sage, dass ich mich ja langsam mal dran gewöhnt habe, dass ich irgendwie früher oder später leider in den Playoffs ausscheide. Ja, keine Ahnung, ich glaube nach wie vor dran, dass wir irgendwann diesen Titel holen werden. Und ja, dieses Jahr sollte es mal wieder nicht sein. Leider war wieder ein knappes Spiel. Hat aber, muss ich sagen, Spaß gemacht, hier heute zu spielen. Die Veranstaltung war echt fantastisch. Also der Hallenaufbau und die Stimmung und alle, die da beteiligt waren, denen muss man echt ein großes Kompliment machen. Und ja, deswegen, also es war eine super Veranstaltung. Klar hätten wir gern gewonnen und das ist jetzt halt ja, ein bisschen enttäuschend, aber nächstes Jahr greifen wir wieder an. Ja, sicherlich blickst du jetzt auch schon ein bisschen voraus, denn jetzt diese Woche ist definitiv geworden. Du hast dich das erste Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert. Wie stolz ist man da nach 33 Jahren und ich glaube jetzt drei Anläufen für die Olympischen Spiele doch endlich mal das Ziel erreicht zu haben, was jeder Sportler haben will? Ja, ist natürlich eine gewisse, also mal abgesehen davon, dass ich sehr glücklich bin, dass ich da jetzt diese Veranstaltung erleben darf, ist natürlich auch eine gewisse Genugtuung für mich, dass ich es jetzt quasi hinten raus nochmal geschafft habe. Vor 4 Jahren bin ich ja sehr knapp dran gescheitert und ja, dieses Jahr haben wir es ziemlich souverän gemacht, irgendwie von vorn bis hinten, haben eine super Saison gespielt, auf die ich natürlich stolz bin und ja, also ist auch ein gutes Gefühl, dass man sich scheinbar ja auch im hohen Alter noch verbessert hat, dass man es jetzt dann geschafft hat, sich zu qualifizieren. Hast du denn auch so einen gewissen Erwartungshorizont für die Olympischen Spiele oder blickst du einfach voraus mit dem Motto, dabei sein ist alles? Ja, also ich meine, jetzt die ganze Saison ging es ums Dabeisein, aber das ist jetzt, also ich bin jetzt dabei und habe 3 Monate Zeit, mich da vorzubereiten, dass ich die bestmögliche Form präsentieren kann, wenn ich aufs Feld gehe. Und ich meine, wenn ich da auf dem Feld stehe, dann bestimmt nicht mit dem Gedanken, so, hier alles geil, ich stehe auf dem Feld, das war's. Sondern dann geht es natürlich darum, da auch die Leute zu schlagen, ganz klar. Also geht es jetzt ab für dich direkt ins Trainingslager und wenn die ganze Zeit die Kilos gestemmt. Und einen Lauf einer nach der anderen, aber wie muss man sich das vorstellen? Ja gut, ich meine, wir haben in Anführungsstrichen ja wieder nur 3 Monate Zeit, wo jetzt auch noch die Mannschafts-WM dazwischen ist und wir noch eine Asien-Tour spielen werden zur Vorbereitung auch. Deswegen ist das mit dem Trainingsaufbau gar nicht so einfach zu regeln. Und es wird wahrscheinlich so eine Mischung werden aus so Grundlagen wie Laufbahn und Krafttraining und halt aber natürlich auch viel Badminton-Spezifisches von Anfang an. Dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg. Vor allem blicken wir positiv auf die kommende Saison. Du bleibst aber im ersten BC Beul, hast wiederum verlängert. Und vielleicht ist dann das nächste Mal der Meistertitel dabei. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.